Ja, und am nächsten Tag ging es dann zum eigentlichen Termin nach Münster. Und ich habe das jetzt mal hier auf der Übersichtskarte mal dargestellt. Das war also der längere Teil der Fahrt, 106 Kilometer. Ich habe so einigermaßen versucht, mit den Punkten darzustellen, wie wir gefahren sind. Allerdings haut es nicht so ganz hin, weil ja, Google Maps da nur eine gewisse Anzahl von Zwischenhalten erlaubt und da ist es nur einigermaßen korrekt die Route, aber es müsste so passen. Die einzelnen Abschnitte mache ich dann richtig. Da geht es dann. Es gab ein paar Umleitungen auf der Rückfahrt. Also hier oben stimmt es dann auch nicht, weil wir da anders gefahren sind wegen dem Verkehr. Hier mussten wir dann auch über Land fahren, weil da wohl hier ein Unfall war und gesperrt war und was weiß ich. Ja, und ich habe versucht, auch die ganzen Ladehalte mit reinzutun. Bei Baunatal hat es nicht mehr hingehauen. Da habe ich dann keinen Wegpunkt mehr bekommen. Eigentlich wollte ich in Münster, da hatten wir einen Termin, der hat ungefähr 2 Stunden gedauert, wollte ich eigentlich das Auto vollladen. Das hat leider nicht geklappt, weil ja, zum einen gibt es zwar Ladesäulen in Münster en masse, die sind allerdings, sage ich jetzt mal, nur für die lokalen Stromkunden. Als Externer müsste man hier eine Nummer anrufen, glaube ich, und dann bekommt man pro Ladevorgang 10 € in Rechnung gestellt. Und das war mir einfach zu viel des Guten, das habe ich nicht eingesehen. Ne, also wenn man anschaut, Münster, das ist dann ungefähr hier, das sind gerade mal 40 Kilometer, wo ich gefahren bin, oder 37 Kilometer. Wo haben wir es denn? Da müsste es sein, ja, so 40, 50 Kilometer. Und da war der Akku natürlich nicht leer, ne? Und da hatte ich keine Lust für eine halbe Ladung 10 € zu zahlen. Also das ist meiner Meinung nach Mobilitätsverhinderung, was die da machen in Münster, muss man ganz klipp und klar sagen. Es gibt zwar, es war in der Nemotion war eine kostenlose Ladesäule beim Krankenhaus. Da wollte ich dann hinlaufen zum Termin. Die gibt es aber nicht. Also das ist anscheinend eine private, die aus Versehen im öffentlichen Verzeichnis war. Und sonst gibt es nur außerhalb von Münster. Gibt es eben Ladesäulen oder weiter draußen vom Stadtzentrum, wo man dann, ich glaube, so um die 35 Cent pro Kilowattstunde zahlt, das wäre noch in Ordnung gewesen, aber das war mir einfach zu weit zum Laufen. Das wären, glaube ich, 5 Kilometer gewesen oder so von da, wo wir waren. Und das war nicht zielführend. Na gut, dann habe ich das Auto erst einmal so abgestellt und dann hatten wir noch einen zusätzlichen Ladestopp einzuhalten. Also der erste Ladestopp, den wir jetzt hier in der Etappe sehen, bei einem Autohaus ein bisschen außerhalb von Münster. Das ist draußen freien Wiese gebaut, in irgend so einem Hansepark, glaube ich, heißt das Ding, an der A1 gelegen. Und da ist ein Renault-Händler und der hat eine Ladesäule, die er kostenlos freigibt. Da habe ich auch gleichzeitig mal die Chance gehabt, die neue Zoe mal von innen zu sehen. Da gibt es in meinem Daily Life Video ist da ein kurzes Video davon zu sehen. Ganz nett, sage ich jetzt mal. Ja. Ein bisschen wertiger wie meine, aber ich vermute, Material ist dasselbe. Es schaut halt jetzt bloß anders aus, weil es nicht mehr so ein helles Beige-Grau ist, sondern jetzt alles in Schwarz gehalten ist. Also es macht schon ein bisschen mehr her als das Design, als wie bei meiner. Jo, dann geht's los und dann schauen wir mal, wie die erste Etappe abgelaufen ist. Thank you.
juntemos todos los amigos.
Ja, wie bereits erwähnt, bei der ersten Etappe wollte ich eigentlich in Münster laden, aber dann ging es eben leider nicht. Und so mussten wir also wieder raus aus Münster und dann waren es insgesamt 73 Kilometer bis zur ersten Ladung. Ja, ob es wir dann bis zum nächsten Ladepunkt geschafft hätten, vielleicht schon, weiß ich nicht. Könnt jetzt mal auf meine Tabelle gucken, was denn der nächste Ladepunkt, wie weit der weg gewesen ist. Naja, gut, sind 60 Kilometer nochmal gewesen. Na, das wäre schon knapp geworden. Ne? Also jetzt zumindest hier im Winter, wenn die 7,6 Kilowattstunden da stimmen, hätten wir es vielleicht noch geschafft. Aber das wollte ich jetzt einfach nicht ausreizen, vor allem weil das BMS ja eher unzuverlässig eben ist. Ne? Und wer weiß, ob das tatsächlich 7,6 dann sind. Ne? Also haben wir hier aufgeladen, nicht recht voll. Wie ihr seht, nur auf 79%, das hat gelangt. Waren da auch nur 29 Minuten da zum Laden. In der Zwischenzeit haben wir uns halt mal, ja, konnten aufs Klo gehen da drin. Wir haben uns die Elektroautos angeschaut, die da waren. Leider habe ich nur mich in die Zoe reinhocken können. Der Twizy, der war auch drin gestanden. Es waren einige wie heißen die, NV200e von Nissan, aber die waren außen, da konnte man sich nicht reinsetzen, also da, schade. Aber gut, war auch eine schöne Zeitüberbrückung. Ja, und dann ging es schon wieder weiter zum nächsten Punkt und der ist was ganz Besonderes, wie ihr dann gleich sehen werdet. Thank you.
Wie versprochen, ein besonderer Ladepunkt mitten in der Pampa. Den habe ich zufällig gefunden über den Routenplaner. Da habe ich mir gedacht, na, da fährst du auf alle Fälle mal hin. Denn, sage ich jetzt mal, woanders bekommt man, glaube ich, den Strom nicht direkter als hier an diesem Ladepunkt. Ja, es waren nur 60 Kilometer. Ich habe gesehen, da gab es einen Stau auf der Autobahn und dann hat das Navi uns umgeleitet. Ich habe ja diese TomTom-Services abonniert und das ist auf alle Fälle immer ein sehr guter, hilfreicher Partner. Da sind wir halt dann querfeld eingefahren und haben uns da ein bisschen Stau erspart. Ja, angekommen sind wir wieder mit noch 2,2 Kilowattstunden Rest. Wir haben also das ganz gut.
geplant. Wenn ihr die Zahlen anschaut, auch hier das BMS wieder, ne? Stimmt wieder nicht. Ne? Also die Differenz angeblich 16 Kilowattstunden Start gehabt. Bei 10 Kilowattstunden Verbrauch müssten wir eigentlich bei 6 Kilowattstunden dann ankommen, aber es waren dann viel weniger. Also der BMS hat da also reingespielt. Ne? Jo, da waren wir dann eine gute Dreiviertelstunde, ein bisschen mehr gestanden, weil der nächste Punkt dann doch 90 Kilometer weiter war und da wollten wir einfach auf Nummer sicher gehen. Und haben hier also dann noch schön die Windkraft reingeladen. Da war auch so ein schönes Display und ich glaube, von dem, was das eine Windrad gerade eben produziert hat, neben dem wir gestanden sind, hat die Zoe, ich glaube, 10% der Leistung gebraucht. Und das ist natürlich schon eine feine Geschichte, ne, sowas. Gott, so ein Windrad jetzt im Garten, weiß nicht, das wäre auch ein bisschen zu viel des Guten, glaube ich. Ne? Jo, schöner Standort, wie gesagt, und man kann sich da auch reinsetzen. Und leider halt nur ein Ladepunkt mit 22 kW, der ist rechts installiert in diesem ja, Teil eines Windrades, das sie da hingelegt haben. Zu Demonstrationszwecken. Feine Geschichte, ist sehenswert. Man hat bestimmt, wenn jetzt weniger Feinstaub ist, einen schönen Ausblick da oben. Und wenn ich wieder mal in die Gegend komme, werde ich da auf alle Fälle wieder laden. Das ist eine feine Sache. Ja, so, weiter geht's. On Tour Richtung Heimat.
Ja, das wäre zu schön gewesen, wenn hier eine Ladesäule gewesen wäre, aber leider ist die Autobahn hier noch nicht ausgebaut, was das betrifft. Ja, so haben wir halt leider nur eine Pinkelpause machen müssen beim letzten Ladestopp. Das war ja mitten in der Pampa, da ist ja kein Klo weit und breit gewesen. Jo, weiter geht's.
Ja, in Warburg angekommen, war es eine günstige Zeit, Abend zu essen. Wir sind hier mit 2,2 Kilowattstunden angekommen. Auch hier wieder 15 Kilowattstunden Verbrauch und BMS falsch berechnet. Ne? Also das wird hoffentlich dann mit dem Update besser. Ja, aufgeladen bis 19,7 Kilowattstunden. Wir waren eine Dreiviertelstunde da. Das hat gereicht, das fußläufig. Einiges, Pizza, Imbisse, alles Mögliche da. Jo, war eine feine Geschichte. Und dann ging es weiter in Heimat bis zum nächsten halt, Baunatal. Das war nicht so weit weg, aber halt eben ging sich nicht anders aus, weil bis zum übernächsten war es einfach dann zu weit. Ja, weiter geht's.
Ja, wie bereits schon erwähnt, war das nur eine kurze Etappe, damit man es dann bis zur nächsten Ladesäule schafft. 44 Kilometer nur. Dementsprechend war auch das Auto noch einigermaßen voll. Und wir haben es dann bis 20 Kilowattstunden laut KZE dann aufgeladen. Ja, das war der dritte Teil in der Serie dieses Roadtrips. Der vierte Teil wird dann wahrscheinlich komplett dunkel sein. Na, so schlimm ist es nicht, aber ich habe für die Nachtfahrten dann, das wird man dann im vierten Teil sehen, das Handy von meiner Frau verwendet, beziehungsweise hier auch einige Videos schon sind mit dem S7 Edge gedreht, denn das S5 hatte immer wieder Probleme mit Überhitzung und hat dann eben abgeschaltet. Wobei, es ist schon ein bisschen lächerlich, es ist Winter und naja, gut. Ja, freue mich schon auf mein S7, das ich dann wahrscheinlich im April bekomme. Und da habe ich festgestellt, dass die Nachtaufnahmen beim S7 deutlich besser sind als hier beim S5. Also das ist deutlich lichtstärker und man sieht auch da viel besser, wie das Licht der Zoe so ist. Es ist nämlich gar nicht mal so schlecht nach meinem Empfinden. Aber das ist dann Teil des letzten Videos in dieser Reihe, dieses Roadtrips. Ja, Wünsche, Kommentare, Anregungen.
gerne wieder unter diesem Video. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.